Ja, guten Morgen miteinander, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende. Ich möchte Sie im Namen von der Finanzdirektion zusammen mit meinem Finanzverwalter Basilio Scheidegger recht herzlich zu dieser Medienkonferenz begrüßen. Es freut mich, dass so viele da sind. Und ich möchte Ihnen zuerst einmal ausdrücklich danken, dass Sie, ob schon ja die Ergebnisse vom Kanton durchgesickert sind, sage ich jetzt einmal, dass Sie so fair gewesen sind und das nicht gebraucht haben. Ich schaue das nicht als selbstverständlich an und ich möchte Ihnen danken dafür. Die Überraschung ist ja nicht mehr so gross. Ich freue mich, Ihnen ein gutes Rechnungsergebnis vom Kanton Zürich zu präsentieren. Aber, Sie wissen es alle, ich könnte sogar sagen, dass das wahrscheinlich die positivste Nachricht vom heutigen Tag ist. Es ist wie immer, es ist sehr gut im Moment, aber es ist wie das Wetter, es kann wieder ändern. Kommen wir zur Übersicht von der Rechnung. Im vierten Mal darf ich Ihnen einen positiven Rechnungsabschluss mit soliden schwarzen Zahlen präsentieren. Er reflektiert eigentlich die gute wirtschaftliche Entwicklung vom Kanton Zürich und der Schweiz in den vergangenen Jahren. Im vergangenen Jahr, aber auch in den anderen Jahren voraus. In der Tendenz, und das muss man sich einfach bewusst sein, bei aller Freude von diesem Ergebnis, in der Tendenz liegt das Zürcher Ergebnis damit im ähnlichen Rahmen wie die Abschlüsse vom Bund, von anderen Kantonen, viele Städte und Gemeinden, die in den nächsten Tagen auch noch werden, davon bin ich überzeugt, gute Rechnungsabschlüsse melden. Die Erfolgsrechnung vom Kanton Zürich schließt 2019 mit einem Ertragsüberschuss von 566 Millionen ab. Ich habe es gesagt, ich freue mich über das Ergebnis. Der Ertragsüberschuss hilft dem Kanton, seinen Haushalt stabil zu halten, trotz dass sich am Himmel abzeichnet, zukünftig höhere Belastungen und Defizite in den kommenden Jahren. Der Ertragsüberschuss scheint auf den ersten Blick hoch. Wir brauchen ihn aber, und es wäre nicht gut, wenn wir in wirtschaftlich guten Zeiten würden schlechter abschneiden. Gegenüber am Budget ist es eine Verbesserung von 419 Millionen Franken, wenn wir noch den Nachtragskredit, den der Kantonsrat im Laufe des Jahres bewilligt hat, berücksichtigen. Mit dem Ertragsüberschuss steigt das Eigenkapital auf 10,1 Milliarden. Es liegt damit wieder auf dem Stand von 2010, bevor wir BVK saniert haben. Sie wissen, das Eigenkapital vom Kanton ist in Vermögenswert investiert. Ist auch besser, als wenn wir jetzt in Aktien wären, müssten wir heute eine andere Zahl präsentieren. Das Eigenkapital, das der Kanton hat, ist in Vermögenswerte investiert, das heisst Liegenschaften, Strassen und so weiter und so fort, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude, alles, was der Kanton hat, Spitäler. Je mehr Eigenkapital wir haben, je weniger sind wir für die Finanzierung von all diesen Bauten, die anstehen, auf Fremdkapital angewiesen. Nettoschulden haben sich in diesem Jahr um 185 Millionen Franken auf knapp 4,4 Milliarden verringert. 2015 waren Nettoschulden an 5,4 Milliarden. Seitdem haben wir es um 20% oder sprich 1 Milliarde abgebaut. Nettoschulden, möchte ich einfach noch mal sagen, sind das gesamte Fremdkapital abzüglich vom Finanzvermögen, also der Vermögenswert, den wir verkaufen könnten und der Staatsbetrieb könnte gleich aufrechterhalten werden. Also das Haus könnten wir nicht verkaufen, aber irgendein Haus irgendwo, die Liegenschaften sind ja vielfach im Strassenfonds, wo man könnte verkaufen, wo man nicht braucht für die Verwaltungstätigkeit. Die grössten Abweichungen
in diesem Budget sind auf drei Gründe zurückzuführen. Einerseits sind, da mag man uns rügen, 2019 die budgetierten Steuererträge um 250 Millionen oder 3,3% übertroffen worden. Wir haben in der Rechnung 2019 7,756 Milliarden Franken Steuern eingenommen. Ich werde auf die Steuererträge nachher noch zu sprechen kommen. Auch die 119 Millionen Franken höhere Gewinnausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank hat zum besseren Ergebnis beigetragen. Eine Verbesserung von 85 Millionen haben die Marktwertanpassungen. Das sind eben die Liegenschaften im Finanzvermögen, die wir ja laufend überprüfen, sind die jetzt aufgrund des Marktwerts mehr wert geworden? Oder auch, wenn wir etwas verkaufen aus dem Finanzvermögen und dort einen Buchgewinn erzielen, dann gibt das mehr Erträge. Und da haben wir eine Verbesserung von 85 Millionen Franken. Die Saldoentwicklung der einzelnen Direktionen gegenüber dem Budget. Zu der Saldoverbesserung in der Erfolgsrechnung 19 von 419 Millionen haben fast alle Direktionen beigetragen. Die Finanzdirektion hat das Budget um 237 Millionen Franken übertroffen. Ich habe es gesagt, Steuern SMB, kommen wir nachher noch darauf zurück. Die Verbesserung von 103 Millionen in der Baudirektion ist, wie erwähnt, Marktwert und Buchgewinn hauptsächlich zuzuschreiben. Die Verbesserung von 53 Millionen im Konsolidierungskreis 2 und 3 empfallen 22,5 Millionen auf die Rechtspflege, also Gericht haben nicht alles Geld gebraucht, was sie hatten. Und andererseits hat die Universität Zürich 10 Millionen besser abgeschlossen, das Kantonsspital Winterthur 19 Millionen und ZHAW mit weiteren 22,5 Millionen. Demgegenüber steht eine Verschlechterung von 12 Millionen beim Universitätsspital Zürich. Eine Verbesserung der Volkswirtschaft von 22 Millionen ist hauptsächlich auf das bessere Ergebnis vom ZVV 15 Millionen zurückzuführen. Die Bildungsdirektion hat 8 Millionen besser abgeschlossen. Die Verbesserungen sind 40 Millionen besser bei der Berufsbildung, 29 Millionen bei der Zürcher Fachhochschule. Die Verschlechterung von 15 Millionen bei der Volksschule ist darauf zurückzuführen, dass die Sparmaßnahmen, Leistungsüberprüfung, Kommunalisierung von der Schulleitungen, die Sparmaßnahmen hat man ja rückgängig gemacht. Aufwandentwicklung in der Sachgruppe gegenüber dem Budget. Nach der Saldoentwicklung auf Direktionsebene noch ein paar Worte zur Aufwandentwicklung aus Sicht der wichtigsten Sachgruppe. Der Aufwand liegt im 19. 208 Millionen Franken oder 1,3% höher als budgetiert. Das ist hauptsächlich auf Sachaufwand und Personalaufwand zurückzuführen. Beim Sachaufwand handelt es sich um den Betrieb der Verwaltung, sicherzustellen die notwendigen Materialien, Hardware, Software, dann der Einkauf von Dienstleistungen, Mieten, baulichen Unterhalt, Gebäude und Strassen. Der ist eben 169 Millionen oder 5,6% höher als budgetiert. Der höhere Personalaufwand von 57 Millionen Franken oder 1% ist vor allem beim Unispital Zürich und der Universität Zürich angefallen. Beim Transferaufwand handelt es sich um Beiträge an Dritte vom Kanton, zum Beispiel Fallpauschalen an die Spitäler, Finanzausgleichszahlungen an Gemeinden oder gegenüber am Bund, Beiträge an Institutionen oder Privatpersonen. Der Transferaufwand ist um 44 Millionen Franken oder 0,7% tiefer als budgetiert ausgefallen. Die grössten Teil tiefere Beiträge aus dem Lotteriefonds oder an Institutionen sowie tiefere Beiträge an Privatpersonen wegen der individuellen Prämienverbilligungen. Kommen wir noch etwas detaillierter zu den Steuererträgen. Netto-Steuererträge
belaufen sich auf knapp 7,8 Milliarden Franken und sind, wie ich gesagt habe, 250 Millionen höher als budgetiert. Im Vergleich zu der Rechnung 2018 zeigt, dass Nettosteuererträge insgesamt um 5,8% gestiegen sind. Die einzelnen Steuerertragsarten haben sich aber dabei unterschiedlich entwickelt. Die Steuererträge liegen 1,5% über dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr haben sie um 4,3% zugenommen. Das liegt erfreulicherweise deutlich über ein Bevölkerungswachstum von 1,2%. Bei den natürlichen Personen ist eine Zunahme von 300 Millionen Franken, bei den juristischen Personen eine Zunahme von 64 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr zuzuschreiben. Das entspricht 6,6% bei den natürlichen oder 4,4% bei den juristischen Personen. Quellensteuern haben gegenüber dem Budget um 90 Millionen abgenommen. Das ist darauf zurückzuführen, weil mehr Verfahren ins ordentliche Verfahren übergegangen sind und weil ein durchschnittliches quellenbesteuerte Männer und Frauen tiefere Einkommen hatten. Leicht über dem Budget, höher als im Vorjahr, sind die Erträge aus Erbschafts- und Schenkungssteuern ausgefallen. Und auch wieder, der Bund hat uns für die direkte Bundessteuer 100 Millionen mehr geschickt als budgetiert. Da sind wieder der Bund und der Kanton daneben gelegen. Und auch die Verrechnungssteuern haben gegenüber dem Vorjahr nochmal markant zugelegt. Insgesamt spiegelt, ich habe es schon verschiedentlich gezeigt, aber die Zahlen zeigen es nochmal, die gute Wirtschaftslage schlägt auch auf die Steuern durch. Kommen wir noch zur Investitionsrechnung. Was hat der Kanton investiert und wo? Die konsolidierten Investitionsaufgaben belaufen sich 2019 auf rund 1,2 Milliarden Franken. Also Sie sehen, der Kanton ist wahrscheinlich einer der grössten Investoren mit 1200 Millionen. Das sind zwar 167 Millionen weniger, als wir budgetiert haben, aber gegenüber dem Vorjahr haben wir 100 Millionen mehr ausgegeben. Wenn Sie sehen, was für eine Baustelle da im POZ am Bau ist, da geht etwas raus und auch im anderen Bereich wird sehr viel gebaut. Die Investitionseinnahmen sind doppelt so hoch ausgefallen als budgetiert. Die Investitionseinnahmen vom Kanton sind eigentlich Rückzahlungen von Darlehen, die man einmal gegeben hat, teilweise auch an Spitäler oder andere Institutionen. Die haben sie jetzt schneller zurückgezahlt oder sie können sich besser sonst refinanzieren und dann kommt das bei uns als Investitionseinnahme rein und tut auch unser Investitionsbudget eigentlich erhöhen. Investitionsausgaben 12 bis 19. Sie sehen in diesen blauen Balken die Investitionshöhen. Beim 15. sehen Sie, der höhere Balken, der ist eigentlich dem geschuldet, dass wir im 15. das Dotationskapital von der ZKB um 500 Millionen aufgestockt haben. Sie werden jetzt sagen, ist das eine Investition? Es wird bei uns als Investition geführt und tut eigentlich unsere Verschuldung erhöhen. Im 19. haben wir, Sie sehen es hier, 1,2 Millionen Franken investiert. Damit sind wir etwa 10% über dem Vorjahr. Die schwarze Kurve zeigt meines Erachtens ganz einen wichtigen Teil von dem Ganzen. Kann man das, was man bestellt, kann man das aus dem Hosensack raus zahlen oder muss man noch bei einem Dritten Geld holen? Und Sie sehen da bei dieser Kurve, wir haben einen Selbstfinanzierungsgrad von über 100%. Das heisst, wir haben die Investitionen können aus dem eigenen Sack finanzieren. Das Ziel haben wir eigentlich immer können erreichen in den letzten Jahren. Nur dort im 15. war das nicht erfolgreich, weil wir dort das Dotationskapital aufgestockt haben. Kommen wir noch zum Personal.
Der Beschäftigungsumfang gegenüber dem Vorjahr hat um gut 750 Stellen oder 1,6% zugenommen. Sie sehen es hier innen auch. Haupttreiber ist die Volksschule einerseits. Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler. Das hat 300 Lehrstellen neu gegeben. Dann ebenfalls dreistellig sind Zunahmen beim Universitätsspital und der Universität Zürich und der Fachhochschule. Dann haben wir noch bei der Kantonspolizei hat man ja Stellenanpassung gemacht. Die muss ja ein bisschen korrelieren mit dem Bevölkerungswachstum, dass man die Sicherheit im Kanton garantieren kann. Beim Immobilienamt 23, die Umsetzung vom Mietermodell, beim Amt für Informatik 22. Aber sonst kann man auch sagen, in der Kernverwaltung sind eigentlich die Stellenzahlen stabil geblieben. Noch ein Ausblick. Nach vier, ich habe es gesagt, vier guten Jahren, guten Zeiten. Und ich hoffe auch, dass die Zeiten jetzt, auch wenn es momentan schwierig sind, dass die Zeiten wieder gut bleiben für unseren Kanton und unser Land. Muss man einfach noch mal sagen, in Relation zum Haushaltsvolumen von unseren 16.000 Millionen und etwas haben wir jetzt 2,7% abgeschlossen. Selbstverständlich ist für Ihre Hörerinnen oder Hörer oder Leserinnen oder Leser, die sagen, 566 Millionen und der Stocker tut es wieder kleinreden. Aber es sind 2,7%, das ist nicht so viel. Und wenn ich es, muss ich auch immer, bevor man denkt, man ist super, muss man immer sich mit anderen vergleichen. Und ich vergleiche mich jetzt mal mit den Kantonen Schweiz, würden sie sagen, ja, das ist ja klar. Aber ich vergleiche mich auch mit den Glarner, die dort ein bisschen verschupft im Ziegerschlitz hinten wohnen. Die Schweizer haben 7% besser abgeschlossen und Glarner, hören Sie gut, 9%. Und auch das zeigt eigentlich die gute wirtschaftliche Lage. Und wir sind bei den Leuten. Und ich muss Ihnen auch sagen, zum Glück sind wir bei den Leuten. Wenn wir nicht bei den Leuten wären, dann würde etwas nicht stimmen. Beim Bund, haben Sie auch gehört, der hat auch ein hervorragendes Ergebnis. Der hat 4% höher als der Gesamtertrag. Ich wollte einfach das ein bisschen Relation stellen. Aber ich freue mich wegen dem nicht weniger an dem guten Ergebnis, wo wir ja nur zum Teil beeinflussen können. Ich glaube, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt. Haupttreiber von dem Ergebnis ist die gute Wirtschaftslage. Und auch die doppelte Gewinnausschüttung von der SNB. Und die Sachen, die ich schon gesagt habe. Der gesetzlich geforderte mittelfristige Ausgleich über die letzten 8 Jahre ist klar erreicht. Wir haben einen kumulierten Ertragsüberschuss von 794 Millionen Franken. Die Schulden sind verringert worden. Die Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad ist 117%. Das heisst, eben 100% haben wir gebraucht. Werden brauchten wir alles, um unsere Ausgaben zu zahlen. Mit den Investitionen und die 17%, um die 17% sind dann, ist die Verschuldung gesunken oder die 185 Millionen. Die Ratingagenturen haben uns weiterhin die Höchstnote gegeben. Der Kanton Zürich hat, das will ich nicht verhehlen, mit dieser soliden Finanzpolitik eine gute Ausgangslage geschaffen für die Herausforderungen, die wir haben. Und gerade am heutigen Tag wahrscheinlich, wenn der Bundesrat ist ja momentan weitere Massnahmen, um Corona zu beschliessen, haben uns oder geben uns den Spielraum, dass auch der Kanton adäquat kann reagieren und kann seine Leistungen aufrechterhalten, wenn es vielleicht, und im Moment rüttelt sie ordentlich, man muss noch ein bisschen in der Welt herumschauen, nicht mal in der Welt, man muss noch in ein Restaurant hineingehen zu Zürich, dann hört man nur schon von einem kleinen Teil, wie die Veränderungen markant einschenken vom öffentlichen Leben. Und dann kommt noch dazu, zu dem, dass ich die Gelegenheit natürlich nutze, dass ab im Mai wir eine Abstimmung haben.
wo ja der Kantonsrat beschlossen hat, dass wir jährlich 250 Millionen aus dem Kantonshaushalt auf Gemeinden verschiebt. Und das ist dann nicht, ob die Steuern gut sind oder schlecht, sondern das ist im Gesetz vorgeschrieben. Das heisst, dass das uns in der nächsten KEF-Planperiode 2021 bis 2024 um 750 Millionen wird belasten. Und wenn ich sage, das wird dauerhaft durchgehen, und wenn die Wirtschaftslage super ist, dann kann man ja so Experimente machen mit der Lastenverschiebung zwischen der Gemeinde- und Kantonsebene. Aber wenn es vielleicht einmal anders wird, dann ist dann die Frage gestellt, ist es nicht wichtig, dass man einen soliden Kantonshaushalt hat. Ich will nicht mehr länger werden. Ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, bin ich und der Herr Scheidegger sehr, sehr gern bereit, auf die Fragen einzugehen. Besten Dank. Herr Unternährer und nachher Hans-Peter Amrein. Die Idee von einem Art Fonds für Corona-geschädigte Zürcher Unternehmen am Entstehen. Was sagen Sie dazu, zu einem zweistelligen Millionen-Fonds? Also die Regierung macht sich sehr wohl Überlegungen, wie man adäquat reagieren kann auf die Situation. Der Bundesrat, ich habe es ja gesagt, ist momentan dran und das Wirtschaftsdepartement wird Massnahmen vorschlagen. Unsere Massnahmen, die wir werden vorschlagen, müssen sich natürlich abstimmen und richten nach den Vorgaben vom Bund. Aber selbstverständlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, und heute Mittag werden ja bekanntlich nochmal Entscheidungen getroffen, auf die Zürcher Regierung auch wird reagieren, werden wir Massnahmen im Bereich zum Abfedern von all diesen wirtschaftlichen Herausforderungen müssen an die Hand nehmen. Das ist so. Man hat es ja gehört, es gibt auch andere Kantone, die bereits da reagiert haben. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man Stabilität und Sicherheit ausstrahlt, dass man nicht von der Regierung her in Panik verfällt, sondern dass man sagt, jawohl, wir erkennen die schwierige Situation, die außerordentlich schwierige Situation, werden Massnahmen treffen. Aber die müssen natürlich adäquat in das Ganze hineinpassen. Weil es ist nicht sinnvoll, wenn man irgendetwas verspricht, wo man nachher, wo man einfach nicht umsetzen kann. Und von dem her aber wissen wir sehr wohl, dass wir gefordert sind. Und ich möchte nochmal festhalten, der Kanton Zürich hat das. Er hat die Kraft, er hat gezeigt, dass er mit diesen Zahlen, aber ich kann Ihnen sagen, ganz so einfach tönt es nicht. 500 Millionen sind, wenn es so läuft, wenn man im Moment umschaut, ist eigentlich das. Entschuldigen Sie den Ausdruck vom Vogelschiss. Hans-Peter Amrein. Drei Fragen. Die erste an Herrn Scheidegger. Herr Scheidegger, es gibt ja variable Lohnanteile und es gibt fixe. Und in vielen Firmen und gerade im Kanton Zürich, wo wir viele auch ausländisch prägte Firmen haben, sind die variablen Teile, sprich Boni, sehr hoch. Haben Sie mal eine Rechnung gemacht, wie viel das ausmacht von den ganzen Steuern der natürlichen Personen? Und dazu auch die Vermögensteuer. Ich nehme an, das kommt dann bei den Firmen, müsste man das auch anschauen. Auf dem heutigen Stand und auf dem Stand 31.12., ich weiss Leute, die viele, viele Millionen weniger Steuern zahlen würden. Haben Sie das einmal ausgerechnet, wie viel das ausmacht in dem Ausnahmejahr, das letzte, und wie es heute aussehen würde? Zweite Frage. Moody's hat ja gesagt, sie würden den Kanton Zürich neu anschauen. Und das im Zusammenhang mit speziellen Titeln bei der ZKB, wo sie schon abgeratet haben. Haben Sie etwas von Moody's gehört, wo Ihnen angesagt hat, Sie dürfen den Kanton Zürich abraten? Die müssten ja jetzt dann einmal kommen. Ich glaube, das wäre es. Ja, ist
Also gib du Antwort, ich dann nachher ergänze. Ja, danke vielmals, Herr Amrain. Steueranteil, wie viel das davon von Boni stammen, kann ich Ihnen jetzt im Moment sofort keine Aussage machen. Das muss ich abklären. Und Moody's, ja, selbstverständlich, wenn eine Ratingagentur so etwas verlauten lässt, dann wird ich aus Sicht vom Kantonshaushalt aktiv werden und mit diesen Ratingagenturen ins Gespräch treten. Ich kann Ihnen da nicht sagen, wie der Stand ist dazu, aber Sie müssen davon ausgehen, dass wir sofort schauen, dass ein Know-how bezüglich der Kantonsfinanzen auch bei so einer Ratingagentur auf dem gleichen Stand ist, wie wir das haben. Und da sind wir sehr bemüht und sofort aktiv, wenn wir sehen, dass da allfällige Differenzen rum sind. Wie Moody's denn sich da allenfalls in Zukunft wird positionieren, ist im Moment noch offen. Das ist auch Sache von Moody's und kann ich letztlich ja nicht befehlen. Also einfach noch zum Feststellen, Moody's ist keine Ratingagentur, die uns einen Auftrag hat. Wir lassen uns auch nicht raten von allen zusammen. Und wenn sie etwas rauslassen, Moody's über den Kanton Zürich, ohne geringste Kenntnis von unserem Haushalt, ist das einfach nicht akzeptabel. Mit den anderen Ratingagenturen haben wir einen langjährigen Austausch. Jährlich die Tresorerie, die Finanzverwaltung hat einen Austausch. Die Zahlen werden offengelegt. Und wenn irgendeine Ratingagentur sagt, das und das ist falsch, ohne dass sie sich über unseren Haushalt informiert hat, muss sie nicht meinen, sie können uns raten und dann meinen, wir zahlen etwas dafür. Oder? Das ist ja nicht ganz gratis. Und von dem her, wir sind parat. Es finden, glaube ich, auch gewisse Gespräche statt. Also man könnte das richtig stellen. Aber ich glaube, das muss man auch ins Licht stellen, dass nicht irgendeiner kommen kann. Muss ich jetzt auch sagen, irgendein Angelsachs, der sagt, der Zürcher Haushalt sei nicht in der Ordnung. Das lässt sich der Schocker nicht gefallen. Sonst kann er mir das ins Gesicht sagen. Und nicht über die ZKB und irgendwelche Umwege. Oder? Das ist eigentlich Stand der Dinge. Und darum, da werden wir schauen. Aber wir nehmen das sehr ernst, insbesondere selbstverständlich. Die Diskussion haben wir auch schon gehabt. Sollte man dann ZKB auch noch konsolidieren im Kantonshaushalt? Und dann gibt es Fragen, die auftauchen. Oder? Also dann haben wir einen Koloss im Kantonshaushalt, wo der Kantonshaushalt noch ein kleiner Eckpfeiler ist. Und die andere ist die Riesenbilanz der ZKB. Aber ich glaube, man muss einfach auch sagen, ich habe es gesagt, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Wir sind jetzt 14 Tage eigentlich oder gut 10 Tage von dieser Krise betroffen. Und selbstverständlich werden wir, wenn die Zahlen und wenn das so weitergeht, oder all die Auguren jetzt bestimmen, sind wir gehalten. Oder wir sind bereits jetzt in der KEF-Planung. Wir haben in unserer Finanzbudget und Finanzplanung haben wir jetzt schon die Eckwerte festgelegt in der Regierung. Das geht jetzt an die Direktionen aus. Das Budget wird dann in der Sommerferien, nach der Sommerferien, wird der letzte Schliff und im September vorgestellt. Selbstverständlich, wenn es so weitergeht. Und das wird Einschränkungen geben. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir gewisse KEF-Korrekturen, die wir jetzt gemacht haben, werden wir machen müssen. Aber dazu brauchen wir noch erhärtete Zahlen, eine bessere Ausgangslage. Aber ich bin der Letzte, der das Gefühl hat, das wird einfach nur, wenn es als Morgennebel wieder weggeht. Meine Damen und Herren, das wird tiefe Spuren. Gesundheitlich kann ich das nicht beurteilen, aber ich sage, in unserer Volkswirtschaft, von der Schweiz und vom Kanton Zürich und von Europa zurücklassen. Ja? Das ist eigentlich geschrieben, ab Vermögensteuer. Das kann man ja auch nicht für sich als Individuum kann man auf das Knöpfchen drücken. Haben Sie das einmal angeschaut? Was meinen Sie ganz genau? Was ist die Frage ganz genau? Ja, eben, wenn man die Börse jetzt nimmt und wenn man die Börse im Dezember genommen hat, dann müssen die Leute ziemlich viel weniger Vermögensteuer zahlen. Haben Sie das einmal geschaut, wie viel das etwa ausmacht? Nein, das haben wir nicht geschaut. Wir haben etwa 600, nein, wir haben es einfach gesehen, wir haben etwa 600 Millionen Vermögensteuer im Kanton Zürich. Und wenn man sich mal erinnert, 1.1. oder 31.12.18 sind die Börsen eigentlich auch nicht so super gewesen, oder? Also, und dort muss ich jetzt sagen, oder? Und jetzt die Zahlen sind vom 31. sind die Vermögenserträge vom 31.12.18, oder? Oder? Und dann muss man sie so ein bisschen einordnen, oder? Und wenn man es eben anschaut, kann man sagen, vielleicht macht es
Es macht wahrscheinlich schon etwas aus, wie der Stand jetzt gerade ist. Aber ich meine, ich hoffe eigentlich nicht, dass es am 31.12.20 Kopfertelli neu ist wie heute. Sonst nachher ist es dann gute Nacht um 6 Uhr. Gibt es weitere Fragen? Alles klar. Ja. Ich habe eine Frage. Die anderen Jahre war auch mal das Thema, dass die Zulassungsreaktion das ausgeschöpft worden ist. Aus dem Kaiser hat es auch mal Luft drin. Jetzt scheint es aber irgendwie aufgeschöpft zu sein. Das ist gebraucht worden, mehr oder weniger. Ein bisschen weniger Krankenkassen, also dort hat es ein bisschen weniger gegeben. Und jetzt im Moment ist natürlich die Budgetierung auch schwierig, weil man in ein neues System wechselt, oder? Sie haben das Gesetzesvorlage ist ja da, wir haben jetzt ein neues System, oder? Erstens ist einmal, haben wir sie massiv aufgesetzt, Bezugsraten auf 92%, wegen dem Bundesgerichtsurteil zu Luzern. Einkommensgrenze, glaube ich, 67'000 und schon 53'000. Aber gleichzeitig andere Massnahmen getroffen, dass einer nicht das Haus renovieren kann. Die Abzüge auf 2 Jahre verteilen und 3 Jahre keine Krankenkassenprämien, Verbilligungen für die ganze Familie bezieht. Das hat auch bei den höheren Einkommen eine Änderung gegeben. Man muss jetzt das auch wieder schauen, wie denn das rauskommt. Gut, wenn keine Fragen mehr sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.